Auftritt eines Superstars der deutschen Islamistenszene. Der Frankfurter Rossmarkt vor 3 Wochen. Der Redner Pierre Vogel, ein geschickter Verführer, der die Massen schnell für sich gewinnt. Ich gebe jedem das Angebot, er soll einfach in YouTube meinen Namen Pierre Vogel eingeben. Und wenn er dort eine Stelle findet, wo ich explizit zu Hass aufrufe, kriegt er von mir 1000 Euro. Ich werde die Sache öffentlich zurücknehmen und rausnehmen lassen. Ganz einfach. Öffentlich gibt sich Vogel meist gemäßigt. Doch ein Blick ins Publikum lässt erahnen, welche Gesellschaftsordnung ihm vorschwebt. Dagegen regt sich Protest. Dagegen. Das ist Deutschland! Ja, bestimmt! Das ist Deutschland! Nazi-Deutschland gab's aber auch! Nie wieder so etwas passiert! So ein Mist. Nie wieder! Nie wieder! Und ich schäme mich, dass er eine Genehmigung hat! Ich schäme mich dafür! Ich bin Deutsche! Und es tut mir leid, dass so jemand hier sprechen kann wie ein Hitler! Ich schäme mich! Wo seid ihr? Warum steht ihr nicht auf in unserem Land? Warum nicht? Warum haltet ihr eure Klappe? Wollt ihr, dass es hier genauso kommt wie in diesen Ländern, wo sie herkommen? Wollt ihr das? Ihr müsst euren Mund aufmachen! Ihr müsst euren Mund aufmachen! Die Frau hat Erfahrung mit totalitären Systemen. Sie wurde aus der DDR freigekauft. Die Bedrohung, die ich sehe, ist einfach eine Gefährdung für unsere Demokratie. Weil das, was sie vertreten, das passt nicht zu unserem Land. Die Ideologie, die hier propagiert wird, ist der Salafismus. Ziel ist die Errichtung eines islamischen Gottesstaates. Pierre Vogel, ein ehemaliger Boxer, konvertierte vor 10 Jahren zum Islam. Seitdem rekrutiert der Rheinländer vor allem Jugendliche für den Salafismus. Verfassungsschützer sehen darin eine Gefahr. Die EZB-Bewegung um Pierre Vogel ist sozusagen so eine Art Einstiegsdroge eben. Nicht jeder, der zum Salafist wird, nicht jeder, der sich von dieser Ideologie überzeugen lässt, ist natürlich ein potenzieller Attentäter. Aber andersrum gesprochen, jeder Attentäter, der im Namen dieser Terrororganisation Anschläge begeht, ist Salafist. Neben Vogel auf der Bühne Bilal Phillips, ein Hassprediger mit kanadischem Pass. Inzwischen wurde Phillips aus Deutschland ausgewiesen. Grund ist unter anderem seine Hetze gegen Homosexuelle. In Islamic law, the punishment for homosexuality is no different from the punishment for adultery, fornication. If it's death. Prediger wie Bilal Phillips und auch Pierre Vogel und andere salafistische Prediger halten wir insbesondere auch deshalb für bedenklich, weil ihre Thesen gerade auf junge Muslime, die noch ungefestigt sind in ihren Standpunkten, radikalisierend wirken können. Der Dritte auf der Bühne, Ibrahim Abu Naji. Der Geschäftsmann gilt als Förderer von Pierre Vogel. Mittlerweile ist Abu Naji auch selbst ein bekannter Salafist mit missionarischem Eifer. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit, die ideologische Festigung der Jüngsten. Alle vorherigen Bücher. Wenn einer jetzt kommt und sagt, nein, ich will der Bibel folgen, kommt er ins Paradies? Niemals, der kommt für ewig in die Hölle. Ja? Wenn ein Jude sagt jetzt, ich will den Koran nicht folgen, ich folge nur die Tora, kommt er ins Paradies? Niemals, der kommt nur in die Hölle für Ewigkeit. Ihr wisst und jeder Muslim weiß, dass die Christen und die Juden Kuffar sind. Und wenn sie den Islam nicht annehmen, gehen sie für alle Ewigkeit in die Hölle. Mittlerweile ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen den Salafisten. Die Beschimpfung anderer Religionen ist in Deutschland ein Straftatbestand. Nachfrage vor Najis Haus in Köln. Warum hetzen Sie gegen jüdische Menschen und Christen? Warum machen Sie das? Verschwinden Sie, sagen. Warum sagen Sie denn, dass die Christen und die Juden in die Hölle kommen? Das sagt Allah im Koran. Warum sagen Sie das? Das sagt dein Schöpfer im Koran. Warum kommen Christen und Juden Ihrer Meinung nach in die Hölle? Dann lesen Sie den Koran. Ich sage die Wahrheit. Die vermeintlichen Wahrheiten kommen auch in Frankfurt gut an. Auf der Bühne konvertieren heute 17 Jugendliche zum Islam. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, der sagt die Shahada mit, okay? Okay, ich sage vor. Eschadu. Eschadu. En. En. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Eschadu. Eschadu. Enna. Enna. Muhammadan. Muhammadan.
Rasulullah. Rasulullah. Takbir. Das ist ja auch die Kraft der Salafisten, sie polarisieren. Und indem sie polarisieren, stören sie natürlich die Integrationsmechanismen bzw. Prozesse. Das heißt, sie sind Nutzer des Scheiterns. Und da entsprechend ist es so, dass sie natürlich kein Interesse daran haben, dass letztendlich hier Integration stattfindet. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man jetzt sagen, okay, wir warten da drauf, was da passiert. Und bis man tatsächlich jetzt polizeilich gegen diese Strukturen vorgehen kann, ist es ja zu spät. Im Internet ist das salafistische Netzwerk besonders aktiv. Hier wird in deutscher Sprache alles angeboten, was junge Menschen ohne Perspektive radikalisiert. Hasspredigten, Hinrichtungsvideos, Heldentaten der Dschihadisten. Der Weg ins Paradies kennt viele Wege. Welche Wirkung die Internetpropaganda haben kann, zeigt sich Anfang März am Frankfurter Flughafen. Ein junger Moslem erschießt zwei US-Soldaten. Der Attentäter Arid Uka, ein 19-jähriger Frankfurter kosovarischer Abstammung. Uka hatte sich über das Internet fanatisieren lassen. Dort nannte er sich Abu Reyan. Kurz vor der Tat stellte er dieses Video auf sein Facebook-Profil. In der realen Welt blieb Arid Uka jedoch stets unauffällig. Für die Sicherheitsbehörden ein Albtraum, denn solche Einzeltäter sind schwer aufzuspüren. Ukas Freundesliste bei Facebook liest sich wie das Who is Who der deutschen Salafisten-Szene. Mit dabei Pierre Vogel, der will Uka nie getroffen haben. Doch als Spiegel TV Vogel zu dem Frankfurter Anschlag befragt, relativiert er die Tat. Ob jemand einen Terroranschlag verübt, ja, wo beispielsweise wahllos auf Zivilisten gezielt wird, ja, wo beispielsweise eine Bombe gelegt wird in einer Bahn, oder jemand, der aus Wut heraus hingeht und erschießt einen Soldaten, von dem er davon ausgeht, dass der morgen seine Brüder töten wird. Das ist bei uns ein riesengroßer Unterschied. Neben Vogel war Arid Uka auch mit einem Verein aus Frankfurt vernetzt. Da war FFM. Gegen die islamistische Gruppierung wird derzeit ein Verbot geprüft. Eine herausragende Figur der Frankfurter Salafisten ist Abdel Latif Rouali. Auch gegen ihn wird ermittelt. Der Wanderprediger soll Kämpfer für den Dschihad angeworben haben. Via Internet erteilt der ehemalige Hausmeister zudem religiöse Anweisungen für alle Lebenslagen. Eine Frau darf nicht außerhalb von der Wohnung von ihrem Mann duschen. Also bei jemand anderem zu Hause? Oder? Bei jemand zu zum Beispiel bei jemand anderem. Nur bei ihrem Mann. Für den Attentäter Arid Uka war der Prediger ein Vorbild. Rouali wohnt im Frankfurter Stadtteil Bonamis. Seit dem Anschlag auf die US-Soldaten scheut der Islamist die Öffentlichkeit. Versuch einer Nachfrage. Guten Tag, Herr Rouali. Willkommen von Spiegel TV. Wollen Sie mal zu Arid Uka befragen, wie Sie zu dem stehen?